Es ist das größte Einsatzboot in der Geschichte der Hamburger Feuerwehr, das neue Feuerlöschboot Branddirektor Westphal. Vor gut einem Jahr waren wir schon bei der Kiellegung dabei. Heute nun wird das neue Höchstleistungsfeuerlöschboot zu Wasser gelassen, nördlich von Bremen in Berne. Mit 43 Metern Länge, 10 Metern Breite und Platz für bis zu 32 Einsatzkräfte ist es das größte Einsatzboot in der Geschichte der Hamburger Feuerwehr. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, dass wir dieses Schiff, das größte Schiff für die Flotte Hamburg, jetzt endlich in Betrieb nehmen können. Es ist ein Meilenstein für das Flottenmanagement der Freien und Hansestadt Hamburg. Und ein ganz wichtiger Tag, dass das Schiff heute zu Wasser geht und jetzt dann bald die Reise nach Hamburg antreten kann. Im neuen Flottenmanagement spielt das neue Feuerlöschboot eine bedeutende Rolle, denn die gesamte städtische Flotte wird zentral von der HPA-Tochter gesteuert. Das HPA-Flottenmanagement oder die Flotte Hamburg ist nun knapp ein Jahr alt und wir haben schon viele Effizienzen bei der Zusammenführung der Schiffe von Polizei, Feuerwehr, HPA und dem Landesbetrieb Brückenstraßen und Gewässer gewinnen können. Und nun gehen wir einen weiteren Schritt, nämlich wir beginnen mit der Erneuerung der Flotte. Nicht nur Neubauten, auch Abgasnachbehandlung, sodass wir hoffentlich sehr bald auch eine große, vorzeigbare, neue und umweltfreundliche Flotte für den Hamburger Hafen haben. Die Leistungswerte des großen Löschbootes stehen für einen Quantensprung in der Technologie zur Schiffsbrandbekämpfung und zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Das neue Löschboot ist von entscheidender Bedeutung für die Brandbekämpfung in den Seeschiffhäfen. Die alten Löschboote, die man so kennt, sind ja relativ klein, sind auch alt, tatsächlich aus den 80er Jahren und von ihrer Technik her überhaupt nicht mehr auf das ausgerichtet, was wir teilweise heutzutage im Hafen haben. Und insofern ist dieses neue große Löschboot von Bedeutung dafür, die Sicherheit im Hafen, was die Brandbekämpfung, aber auch die technische Hilfeleistung angeht, bei großen Schiffen, bei großen Ereignissen sicherzustellen. Mit dem gemeinsamen Flottenmanagement kann sich die Feuerwehr Hamburg ganz auf ihre Fachaufgaben beim Einsatz der neuen Löschboote konzentrieren. Die Kollegen der Flotte Hamburg werden gemeinsam mit der Werft das Schiff nach Hamburg überführen. Dort wird es eine Übergabe- und Testphase geben und das wird schon von der Feuerwehr begleitet. Und dann werden die Feuerwehrleute auf dem Schiff geschult und werden sich mit dem Schiff vertraut machen. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen als die Schiffe, die wir bisher in Hamburg hatten. Und so, dass wir das Schiff dann mit gut geschultem Personal auch in Betrieb nehmen können. Die Branddirektor Westphal wurde also heute erfolgreich zu Wasser gelassen und damit wird der Hamburger Hafen ein weiteres Stück moderner und sicherer. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. In Hamburg sagt man Tschüss.